Hallo und herzlich willkommen zur nun schon vierten Sendung im neuen Semester. Heute haben wir wieder tolle Themen für euch. Unter anderem haben wir das große Thema der Uni, Fakultätszerschlagung und Zersparung. Ein weiteres Thema ist die G9 Volksinitiative. Das Orga-TV-Team hat die Pressekonferenz der G9 Volksinitiative besucht und wir haben euch die wichtigsten Statements der Konferenz zusammengefasst. Wir werden euch den Beitrag noch im Laufe der Sendung zeigen. Nun, was ist überhaupt die G9 Volksinitiative? Es ist eine Elterninitiative, die die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums fordert. Die G9 Volksinitiative stellt eine Auflistung bereit von Argumenten zu Thesen und Befürchtungen über die Auswirkungen der Wiedereinführung des G9 an Gymnasien. Darin heißt es unter anderem, dass der ehemalige Bildungsminister Schreyer mit Sicherheit nicht die saarländische Konkurrenzfähigkeit gegenüber europäischen Nachbarn im Blick hatte, sondern vielmehr das Sparpotenzial, das in der Verkürzung der Schulzeit verborgen liegt. Außerdem heißt es ja immer, dass das G8 gleichwertig oder gar besser als das G9-Abitur sei. Diese These kann aber widerlegt werden. So hat nämlich ein Frankfurter Universitätsprofessor Abituraufgaben beide Jahrgänge verglichen und hat ein klares Absinken der Anforderungen beim G8-Abitur festgestellt. Ein weiteres Problem beim G8 ist, dass die Schüler bis zum Abi deutlich weniger Unterricht haben, aber denselben Stoff wie unter G9 aufnehmen müssen. Und dementsprechend wird die Zeit für Freizeit und auch für die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen stark eingeschränkt. Bei der Wiedereinführung des G9 würde es wieder mehr Ruhe und Zeit für Konzentration, Vertiefung und auch für nachhaltiges Lernen geben. Außerdem gibt es ja immer wieder die These, dass die Wirtschaft jüngere Schulabsolventen fordere. Die Wirtschaft wurde aber längst eines Besseren belehrt, denn mit der Abschaffung der Wehrpflicht, mit der Bologna-Reform und auch mit der Verkürzung des Studiums, mit der Einführung des Bachelors hat sich die Lage grundlegend geändert. Also die Absolventen sind zu jung, es mangelt ihnen an Forschergeist, Reife und an selbstständigem Denken. So hat auch in diesem Zusammenhang unser Professor Dr. Scholz gesagt, Zitat, vielleicht wäre es gut, sich einmal langfristige Wirtschaftsinteressen anzuschauen und sich mit dem Thema Sustainability auseinanderzusetzen. Denn dann würde man sehr rasch merken, dass wir weder ein Turbo-Gymnasium vom Typ G8 noch ein Turbo-Studium vom Typ Bologna brauchen. Dies ist an dieser Stelle, denke ich, ein ganz gutes Schlusswort zu diesem Thema und den Beitrag über die Pressekonferenz zeigen wir euch ja, wie schon bereits erwähnt, im Laufe der Sendung noch. Wie ihr ja bereits schon gesehen habt, haben wir heute das Studio umgebaut. Wir wollten euch mal die Größe unseres Studios zeigen und deswegen haben wir zwei verschiedene Perspektiven, zwischen denen wir mal hin und her switchen werden. Ich habe meinen Platz jetzt in der anderen Ecke des Studios aufgebaut bekommen und wir haben noch eine Moderationstheke, an dem eine Diskussion stattfinden wird zwischen Professor Dr. Scholz und der Katharina Waller von der Fachschaft Jura. Damit bin ich auch schon bei unseren beiden Studiogästen angekommen für die heutige Sendung. Die beiden werden über die Fakultätszerschlagung der Fakultät 1, also Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, diskutieren. Und darüber haben wir ja bereits euch verschiedene Beiträge gezeigt, unter anderem über die Demonstration der Studierenden vor dem Präsidium und auch über die Vollversammlung im Audimax, die die Studierenden über die Auswirkungen informiert hat. Die Katharina Waller ist ja von der Fachschaft Jura und leitete sozusagen die Demo und die Vollversammlung. Und wer sich nicht mehr genau erinnert, kann sich mal in dem kurzen Beitrag ansehen, wie engagiert die Katharina ist. Seminarplätze, die ausreichen, dass wir vernünftig studieren können. Schließen die Hochschulfachmittel nicht übers Präsidium.
Wir möchten keine Schuldzuweisungen, wir möchten Lösungen. Und zwar jetzt und nicht morgen. Ich freue mich, dass Sie... Tja, willkommen bei OrgaTV. Wie fühlt man sich, wenn man sich so sieht? Das ist ein ganz neues Gefühl, aber mittlerweile bin ich das ja gewöhnt. Das heißt, als Medienstar, was ist das für ein Gefühl, das so über sich in der Zeitung zu lesen, sich im Fernsehen so zu sehen? Ich bin froh, dass ich den Studierenden vielleicht eine Stimme geben kann und zum Ausdruck bringen kann, dass wir uns, so wie mit uns umgegangen wird, gerade, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Es kann nicht sein, dass wir... hier quasi auch ein Fundament der Universität sind als Studierende. Ohne uns braucht man keine Uni und dass wir überhaupt nicht gefragt werden. Und dann freue ich mich, wenn ich sehe, dass wir gehört werden und auch in der Zeitung abgedruckt werden als kritische Stimme. Vielleicht bevor wir kurz zu den inhaltlichen Sachen kommen, die tun wir gleich diskutieren. Wo haben Sie das gelernt, so zu machen? Wo lernt man sowas? Ich weiß nicht. Ich könnte mich da jetzt nicht hinstellen und da irgendwie so zurufen. Wie macht man sowas? Intuition, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich gerne für meine Überzeugung einstehe und das habe ich vielleicht auch von zu Hause immer so mitbekommen und dann traue ich mich die Sachen einfach und dann mache ich das. Ich habe da nicht so die Hemmschwelle. Also um es mal so zu sagen, Sie sind seit 30 Jahren die Erste, die sowas gemacht hat. Ja, irgendeiner muss da den Anfang mal machen, ne? Ja, also ich habe gerade gestern noch eine E-Mail aus Amerika gekriegt, der war hin und weg und begeistert. Ist ja toll, was die Studenten in Deutschland alles machen. Ich war nah dran, ihm zu sagen, dass das eher die Ausnahme ist, als es wirklich die Regel ist. Weil so total immer alle Studenten aktiv, das ist ja auch nicht, was wir erleben, oder? Nein, aber es ist schön, dass wenn es darauf ankommt, es doch möglich ist. Ja. Und wir sind eine gut funktionierende Fachschaft, sowohl Jura als auch Wirtschaftswissenschaften, wenn es darauf ankommt. Und auch nur, ich bin auch nur so gut wie die Leute, die mit mir das Ganze aufgebaut haben. Und diese ganze Demonstration und die Vollversammlung, die waren, lag uns einfach die am Herzen. Die auch gut war. Es war ja ein volles Audimax. Das war ja wirklich eine gute Situation. Auch gute Diskussionen. Ja, damit haben wir auch nicht gerechnet. Also wir haben ehrlich gesagt gedacht, mal gucken. Und waren dann aber schon bei der Vorbereitung und beim Flyer-Verteilen sehr überrascht, dass wir ein positives Feedback wir auch kriegen. Dass sich jemand auch mal kümmert und dass die Studierenden eine Stimme kriegen. Und dass wir das tun, was eine Fachschaft auch tun muss, und zwar die Stimme der Studierenden sein. Wir sind die Vertreter und ich finde das wichtig, dass das auch gemacht wird. Kriegen Sie einen Push für die nächsten Fachschaftswahlen? Ich lasse mich gar nicht nochmal aufstellen. Generell, jetzt unabhängig von Ihrer Person, weil die Wahlbeteiligung, die wir bei den Wahlen haben, die ist ja nicht gerade hoch. Ich hoffe nicht nur, dass wir eine höhere Wahlbeteiligung haben, sondern dass sich auch mehr zur Wahl stellen lassen. Wir hatten 70% damals. Weil wir sind zu wenige und es wäre schön, wenn wir mehr Unterstützung bekommen, weil auch wir treten für die Interessen ein. Und wenn wir das nicht tun, tut es keiner. Wenn wir nicht fordern, dann fordert für uns keiner etwas ein. Deutlicher aber als jetzt. Aber man muss so sagen, also wir Professoren versuchen das schon auch manchmal, die Rechte der Studenten. Natürlich, aber... Also um es mal so zu sagen. Weil das ist, glaube ich, der Punkt, der manchmal zu kurz kommt. Die Diskrepanz ist ja hier, gerade auch in unserem Fall, ist ja nicht zwischen Studenten und Professoren. Das ist ja nicht die Kluft, nein, die wir haben. Nein, ja. Ja, die gibt es bei anderen Punkten. Da gibt es natürlich viele Punkte, wo wir eine massive Kluft haben. Ja. Aber in dem Fall ist ja das nicht die Kluft, von der wir jetzt gegenwärtig stehen, auch von der wir ausgehen müssen. Nein, auf gar keinen Fall. Sogar ich habe das Gefühl, wir arbeiten sehr gut zusammen. Wir sprechen uns immer ab. Wir haben viele Sondersitzungen gehabt. Wir haben miteinander gesprochen und einfach gesehen, dass wir jetzt als Fakultät sowohl Professoren als auch Studierende zusammenhalten müssen, um unsere Position klarzumachen und aufzuzeigen, dass die Sparquoten in dem Maße nicht umsetzbar sind. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die zentralen Botschaften, die zentrale Sache, auf die es jetzt ankommt? Ich glaube, also wenn Sie sich was wünschen könnten, so quasi vom Weihnachtsmann, ja? Ja. So nach dem Motto, oder Christkind kommt und sagt, Katharina. Dann würde ich mir jetzt wünschen, dass der Senat ein Stimmrecht hat und dass uni-intern jemand die Möglichkeit hat, oder dass diesem Gremium die Möglichkeit gegeben wird, einzugreifen und nicht nur immer ein Mitspracherecht zu haben oder mal eine Empfehlung abgeben zu können, sondern dass das ein demokratischer Prozess ist, diese Sparmaßnahmen. Es muss gespart werden, aber wie gespart wird, das kann so nicht sein. Das muss ein demokratischer Prozess sein und der findet gerade nicht statt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass das Universitätsgesetz jetzt ganz schnell durchgeht und der Senat ein Mitspracherecht bekommt. Ja. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube auch, dass das wirklich der zentrale Ansatzpunkt ist. Weil wir haben bei uns wirklich eine Universitätssatzung, ein Universitätsgesetz, das also seinesgleichen sucht. Ja. Es gibt also keine mir bekannte Universitätssatzung, die im weitesten Sinne den Senat so ohnmächtig macht wie bei uns. Es ist ja so, der Senat kann ja nicht einmal den Präsidenten dazu zwingen, reale Zahlen vorzulegen. Wir haben heute genauso wie Sie vermutlich auch darüber diskutiert, wir müssen endlich mal Zahlen kriegen. Ja.
Allein diese Diskussion, dass wir mit irgendwelchen kalkulatorischen Werten rechnen auf der einen Seite und mit Ist-Kosten auf der anderen Seite, zeigt ja, dass vielleicht sogar das ganze Einsparpotenzial bei uns allein schon durch eine buchhalterische Umwidmung gelöst werden kann oder umgekehrt das Defizit dadurch entstanden ist. Ja. Und deswegen wäre das ein Ansatzpunkt. Wie machen wir das? Wie kriegen wir endlich die Idee? Ich bin ja damals im Fakultätsrat gescheitert mit der Idee. Ich weiß nicht, ob Sie damals dabei waren. Nee, ich bin noch nicht. Ich war im Fakultätsrat als Dekan und wollte gerade so eine Gesetzesinitiative durchkriegen, ja, die dem Senat Macht kriegt. Aber damals hat der Fakultätsrat nicht mitgespielt. Ja, das ist interessant, ne? Dass es immer erst ganz groß, ganz dick gekommen muss. Aber jetzt haben wir das Problem. Ja, aber jetzt hat die Lösung ist ja schon da. Das Gesetz ist ja ausgefertigt, ja, und wird jetzt ja auch demnächst in Kraft treten. Ach, es ist schade, dass es erst so weit kommen musste, dass man die Notwendigkeit einer solchen Strukturänderung sieht. Ihr nächster Schritt? Unser nächster Schritt. Jetzt hauptberuflich. Mein nächster Schritt ist mein Examen. Okay. Und dann mein zweites Staatsexamen. Und dann gucke ich mal, wo es mich hintreibt. Wo glauben Sie, dass Sie hingetrieben werden, so in 5 bis 10 Jahren? Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ja, da ist OrgTV bekannt dafür. Ich glaube, da möchte ich mich gar nicht so festlegen, weil ich glaube, dass... Also müssen Sie ja nicht, das ist typisch Juristen. Ich verlange nicht, dass Sie festlegen, ich möchte nur einfach wissen. Eine Tendenz. In der Tendenz würde ich vielleicht gerne zur Staatsanwaltschaft gehen, aber ich bin offen. Ich möchte einfach gerne später das tun, in dem ich gut bin und was mir auch Spaß macht. Und deswegen studiere ich auch, weil ich mich weiterbilden will und später eine Stimme haben möchte. Und deswegen bin ich auch in der Fachschaft und deswegen sitze ich im Fakultätsrat und deswegen mache ich die Dinge, weil ich finde, dass jeder gucken muss, dass er selber auch seine Sache dazu beiträgt, dass die Dinge funktionieren. Okay, recht herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne. Recht herzlichen Dank. Gut, wir gehen über zum nächsten Beitrag. Es wurde vorhin schon anmoderiert, dass es um die G8, G9-Diskussion geht. Und das hat auch insofern mit unserem Thema etwas zu tun, weil man hier sieht, dass auch entgegen jeglichen politischen Widerstand bestimmte Dinge durchgesetzt werden. Wie damals diese Diskussion begann, hat uns niemand zugetraut, dass sie überhaupt die 5.000 bis 6.000 Stimmen zusammenkriegen. Jetzt sind sie zusammen und da war eine Pressekonferenz, wo ein bisschen mehr noch dazu gesagt wurde. Ich freue mich, dass Sie doch jetzt alle hier recht zahlreich noch erschienen sind. Und wir sind heute in der glücklichen Lage, dass wir das, was wir vor einem halben Jahr, nämlich genau am 26. November begonnen haben, heute mit Erfolg für uns zumindest erstmal abschließen können. Unser Ziel war und ist es, eine Debatte im Landtag zu einem Thema zu erwirken, das seit vielen Jahren große Unzufriedenheit bei Eltern, Lehrern und Schülern und mittlerweile auch bei der Wirtschaft und an den Universitäten hervorruft. Das ist das 8-jährige Gymnasium. Das Abitur nach 8 Jahren, das G8, hat es bis heute nicht geschafft, die mehrheitliche Akzeptanz in der Bevölkerung zu finden. Am Anfang unserer Idee wurden wir von vielen Seiten belächelt. Teilweise hat man uns auch über die Verbände mitgeteilt, dass wir von dem Thema besser die Finger lassen sollten. Trotz aller Anfangsschwierigkeiten haben wir es geschafft, durch den Einsatz zahlreicher engagierter Mitarbeiter heute 6.229 verifizierte Unterstützungsbögen gesammelt zu haben. Die Argumente für G9 lauten immer: Wir wünschen uns mehr Zeit für die Kinder, für die Jugendlichen, mehr Zeit für die persönliche Reife und mehr selbstbestimmte Zeit. Wir legen Wert auf eine grundlegende und umfassende Bildung am Gymnasium. Die allgemeine Hochschulreife soll den Abiturienten befähigen, jedes Studium nicht nur zu wählen, sondern auch erfolgreich abschließen zu können. G8-Befürworter nannten uns immer wieder das Argument der angeblich vertanen Zeit bei den G9. Wie soll durch Reduzierung von Zeit die geforderte Bildungsqualität entstehen? Die Politik hat es bis heute nicht geschafft, einen signifikanten Mehrwert zu benennen. Die Politik hat es ebenfalls bis heute nicht geschafft, die pädagogische Notwendigkeit für diese Schulzeitverkürzung darzulegen. Stattdessen wird immer wieder behauptet, dass es unmöglich sei, etwas Beschlossenes rückgängig zu machen. Andere Bundesländer zeigen, dass es möglich ist. Schüler haben uns mehrfach berichtet, wie sie gerade in der Oberstufe durch den Stoff gehetzt sind, um alle Themen für das Abitur abzudecken. Es wird von den Schülern verlangt, dass sie sich den Stoff oftmals selbst aneignen oder über Nachhilfestunden am Wochenende. Die Gesamtlandesschülervertretung hat ihre Webseite abgeschaltet. Artikel wie Gute Nacht G8 aus 2013 sind nicht mehr zu finden. Wir fordern den Landtag des Saarlandes auf, in einer Debatte zum G8, G9, Abitur nach 8 oder 9 Jahren, Stellung zu nehmen und den Gymnasien eine Rückkehr oder Wahlmöglichkeit zum G8 oder G9 anzubieten. Diesen Text werden wir heute als Antrag mit den verifizierten 6.229 Unterstützungsbögen im Landtag übergeben.
Also zunächst finde ich das Engagement der Initiative äußerst, äußerst lobenswert in der Sache und aber auch in dem Aufwand, den die Initiative betrieben hat. Und dieser Aufwand hängt natürlich mit dem Verfahren zusammen. Es gibt Bürger genug, die sagen, liebe Leute, wir haben das und das Problem, das brennt uns auf den Nieren, das möchten wir geregelt haben. Und insofern sind diese Bürgerinitiativen, Volksinitiativen, Volksbegehren dann in der nächsten Stufe oder auch Volksentscheide ein hervorragendes Mittel, das demokratische Engagement, die demokratische Beteiligung in unserer Bevölkerung wieder zu stärken. So, jetzt haben wir den Beitrag über die Pressekonferenz zur G9 Volksinitiative gesehen. Jetzt sind 5000 Unterschriften notwendig, um eine Debatte im Landtag per Volksgesetzgebung einfordern zu können. Und alle weiteren Infos finden Sie auf der Internetseite der G9 Initiative g9-jetzt-saarland.de. Da können Sie sich über weitere Sachen informieren. Ich selbst habe 2010 Abitur gemacht, war also der erste reine G8-Jahrgang. Der Jahrgang über mir war der Doppeljahrgang, wo es G8 und G9 noch gab. Und meiner Erfahrung nach war das G8 wirklich weitaus stressiger und zeitaufwendiger, als es das Abitur in 9 Jahren war. Denn die Zeit wurde um ein Jahr gekürzt, aber der Lehrplan wurde eigentlich in diesem Umfang nicht wirklich verkleinert. Das Thema ist allzeit in den Medien präsent, so habe ich heute Morgen zum Beispiel noch im Radio gehört, dass die Linke und die Piraten sich dafür einsetzen wollen, dass die Jugendlichen sich in Zukunft aussuchen können, ob sie G8 oder G9 machen möchten. Jetzt haben wir zuerst aber mal noch einen weiteren Beitrag für euch über die G9 Volksinitiative. Und zwar haben wir ein Interview, beziehungsweise Dominik hat ein Interview geführt vor dem Landtag mit der Frau Oltmanns. Das ist sozusagen das Gesicht der Initiative. Und den könnt ihr euch jetzt mal ansehen. So, Frau Oltmanns, man hat den Anwesenden angemerkt, dass Sie emotional bei der Sache waren, auch die Eltern, die direkt betroffen waren. Wie bewerten Sie jetzt die Veranstaltung im Nachhinein? Also als allererstes möchte ich sagen, dass wir natürlich sehr, sehr froh und auch stolz sein dürfen, dass wir das mit den Eltern, die sich dafür so stark engagiert haben, jetzt in unter einem halben Jahr eigentlich geschafft haben, diese Unterschriften für die erste Volksinitiative im Saarland zu sammeln. Wir haben es geschafft, 6.229 verifizierte Unterschriftenbögen heute mit unserem Antrag beim Landtag offiziell einzureichen. Das zeigt uns ganz deutlich, dass das Thema durchaus aktuell ist und auch Brisanz hat und wird auch immer noch weiterhin auch in den anderen westlichen Bundesländern von anderen G9 jetzt Elterninitiativen verfolgt. Sie haben davon gesprochen, wie mühsam die Hürden waren, die Ihnen auferlegt worden sind, wie viele Barrieren im Prinzip künstlich geschaffen worden sind. Wie geht es jetzt weiter und was sind die nächsten Schritte? Also erstmal, das Verfahren ist sehr umständlich, es ist nicht demokratie- und nicht bürgerfreundlich, diese ganze Durchführung. Allein schon, dass man auf jedem Bogen jeder einzeln unterschreiben muss, jeder Bogen muss zur Gemeinde, muss verifiziert werden. Das kostet unheimlich viel Organisationskraft. Weitergehen wird es insofern, dass jetzt im Landtag erstmal beraten werden muss. Die Bögen müssen geprüft werden, der Antrag muss geprüft werden, ob formal alles richtig ist. Auch allein das ist schon sehr aufwendig. Und dann wird in einem Ausschuss beraten oder in verschiedenen Ausschüssen beraten, ob das ganze Thema auch nochmal zu einer Landtagsdebatte führen wird. Wenn dann in dieser Debatte, sage ich mal, nichts Konkretes entschieden wird, und davon gehen wir fast mal aus, weil die große Koalition sich da nicht bereit erklärt, eine Wahlmöglichkeit zum G8, G9 am Gymnasium anzubieten, dann werden wir das nächstes Jahr in ein Volksbegehren als zweiten Schritt führen. Da müssen wir also nochmal anfangen, 5000 Unterstützungsunterschriften zu sammeln, die dann auch nochmal in einem ähnlichen Verfahren beim Landtag einzureichen. Der Unterschied ist, dass wir dann selber eine Gesetzesgrundlage konzipieren müssen und einen Kostendeckel
mit einbringen müssen, weil es so vorgesehen ist, dass es eine bestimmte Prozentanzahl vom Landeshaushalt bei so einer Gesetzesänderung nicht überschritten werden darf. Der Eindruck bei den Zuhörern ist jetzt der, dass die Hürden eher aus der Politik kommen und dass der Wunsch in der Bevölkerung bzw. bei den betroffenen Eltern so ist, dass wirklich darüber diskutiert wird und dass Lösungen angedacht werden bezüglich Einführung G9 oder weitere Variabellösungen. Was können denn die Eltern oder auch die zukünftigen Eltern tun, um jetzt sie weiter zu unterstützen? Ja, also das Erste ist, die Debatte weiter verfolgen, das auf jeden Fall, uns weiterhin Kontakt mit uns aufnehmen, die auch jetzt interessiert sind, auch zukünftig eben beim Volksbegehren mitzuarbeiten. Das wäre uns auch ganz wichtig, dass wir da auch nochmal einen größeren oder noch umfassendere Unterstützungsstamm an Leuten bekommen. Und diese ganze demokratische Debatte auch mitzuverfolgen. Es kann immer nur jedem raten und Mut machen, sich einzubringen. Also ich habe selbst noch G9 genießen dürfen. Viele Mitstudenten sind jetzt schon aus dem G8-System, also wir wissen, um was es geht, aber es gibt jetzt auch viele, die Zuschauer unserer Sendung, die vielleicht gar nicht genau die Vorteile, sind sich nicht bewusst, welche Vorteile oder Nachteile das G9 oder das G8 hat. Können Sie uns das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen? Also was wir ganz konkret glauben und auch feststellen, ist, dass das G9, einfach weil es mehr Zeit bietet, eine Qualitätserhöhung des Abiturs bewirken wird, weil der Stoff im G8 einfach in viel zu kurzer Zeit durchgenommen wird und weil die Schüler auch nicht die Zeit haben, das Ganze zu verinnerlichen. Das Zweite ist natürlich immer so die persönliche Entwicklung. Man sollte auch Zeit haben, neben der Schule sich anderweitig einzubringen, ja? Sei es im Verein, sei es bei Hobbys, Musikunterricht oder was auch immer einem da vorschwebt. Und das macht ja nachher den Menschen und auch seine persönliche Reife aus. Es ist ja teilweise so, dass die G8-Abiturienten nicht mehr die Voraussetzungen mitbringen, um zum Beispiel ein naturwissenschaftliches Studium auch erfolgreich beginnen oder auch abschließen zu können, weil ihnen einfach ganz wichtige Grundlagen fehlen. Und dann muss die Uni jetzt wieder Kurse anbieten, um die Leute auf ein Bildungsniveau zu bringen oder auf das Niveau eines Abiturs, das eigentlich ja das Abitur als Voraussetzung schon bieten sollte. Das ist wohl ein Thema, das alle aktuellen sowie auch kommende Generationen an Eltern und Schüler betrifft. Genau. Jetzt konkret, wie kann man sie erreichen und wie kann man an sie herantreten, wenn man Interesse daran hat, sich zu engagieren? Also kontaktieren kann man uns immer über unsere Webseite www.g9jetzt-saarland.de. Da ist auch ein Kontaktformular und wir sind auch auf Facebook aktiv. Also selbst wenn man uns da einmal was zukommen lässt oder uns anschreibt, dann können wir gerne Kontakt aufnehmen. Meine Telefonnummer steht im Internet. Also es sind alle Wege offen. Wir freuen uns. Bei weiteren Fragen können Sie natürlich auch an das Orga-TV-Team schreiben und wir werden dann Interessen und Anfragen weiterleiten. Dann bedanke ich mich. Vielen Dank auch. Sehr interessante Diskussion und da wünsche ich Ihnen viel Glück und viel Erfolg bei Ihren weiteren Schritten. Dass Sie gekommen sind. So, mit diesem Beitrag sind wir jetzt auch fast schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich habe aber noch einen kurzen Ausblick für euch für die nächste Woche und für die nächste Sendung. Wir werden euch einen Beitrag zeigen über das groß aufgezogene Event an der Sportschule in Saarbrücken. Nacht des Sports heißt die. Und wir werden auf jeden Fall einen Beitrag für euch haben über die Kalli-Tour von mir. Ihr wisst ja, dass ich in der zweiten Sendung nicht da war, weil ich mit Herrn Kalmund unterwegs war. Und da habe ich ihn halt bei verschiedenen Auftritten begleitet, war bei Lives bzw. Live-Aufzeichnungen fürs Fernsehen dabei und da werdet ihr nächste Woche ein paar Einblicke dazu bekommen. Ansonsten schaltet auf jeden Fall wieder ein, nächsten Mittwoch, 18.18 Uhr bei orga.tv. Bis dann.